Hallo, mein Name ist Tanja Wieler und ich stand vor vielen Jahren war ich in der gleichen Situation und habe mir überlegt, was studiere ich, was passt wirklich gut zu mir, was wird mir fürs spätere Leben was bringen, und ich hoffe, dass ich euch da einfach heute ein paar Einblicke und vielleicht auch Entscheidungshilfen geben kann. Ich habe 2009 zum Sommersemester angefangen, Wirtschaft, Sprachen Asien und Management mit dem Schwerpunkt Indonesisch zu studieren. Es gab mehrere Gründe, die zu der Entscheidung geführt haben, das Studium zu beginnen. Ich war einfach schon längere Zeit sehr interessiert, gerade an Asien, war da auch urlaubstechnisch schon ein paar Mal dort gewesen, fand die Kultur spannend, fand die verschiedenen Sprachen im asiatischen Raum sehr interessant und ja, wollte da gerne mehr drüber erfahren, bin generell sehr sprachaffin. Und wollte einfach gern dieses Thema Sprachen und Kultur, dann aber auch mit etwas Handfesterem, wo man sich einfach auch vorstellen kann, dass man es später im Job gut gebrauchen kann, verbinden. Und somit fand ich einfach diese Möglichkeit, BWL, aber gleichzeitig eben auch Kultur und Sprache zu studieren, wahnsinnig ansprechend. Und Konstanz ist dazu noch ein wirklich toller Ort zum Studieren mit der HTWG direkt am Seerhein. Also besser geht es eigentlich nicht. Ich habe mich für den Schwerpunkt Indonesisch entschieden. Ich hatte einfach die, ja, sagen wir mal, malaiischsprachige Region in Asien sehr, sehr stark interessiert. Und ich habe mich natürlich auch sehr darauf gefreut, dann ein Jahr komplett in dieser Region verbringen zu können. Ein Vorteil an dem Studium ist auf jeden Fall auch, dass es sehr kleine Gruppen sind, also fast eigentlich wie ein bisschen so eine schulische Klassenatmosphäre, was für mich viele Vorteile hatte. Es ist schon fast so familiär, jeder kennt jeden, auch die Professoren und Dozenten kennen einen gut, und ja, man ist da wirklich sehr schnell in einen vertrauensvollen Umgang miteinander gekommen. Und also ich fand das sehr angenehm. Wir hatten auch eine ganz, ganz tolle Indonesisch-Dozentin, die uns die Sprache näher gebracht hat, aber eben auch die Kultur. Zum Beispiel waren wir auch mal bei ihr zum Kochen eingeladen, haben da wirklich authentisch Indonesisch gekocht und so einfach noch viel mehr über die Kultur erfahren können, was wirklich eine tolle Erfahrung war. Das Auslandsjahr habe ich dann in Malaysia verbracht. War wirklich auch eine wahnsinnig spannende, tolle Zeit. War dort auf der wunderschönen Insel Penang. Erst ein Semester an der Universität dort, wo man einfach nochmal die Sprache intensivieren konnte, auch nochmal mehr über die Kultur gelernt hat. Und habe dann ein halbjähriges Praktikum gemacht in Penang. Und zwar bei der deutschen Firma Continental. Das war dann auch mein erster Ausflug in den Personalbereich. Das war zu dem Zeitpunkt eher so Zufall. Ich habe mal geschaut, was es da so gibt, dachte, Personal könnte mich interessieren. Und das war eigentlich eine sehr gute Entscheidung. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich konnte dort auch das Indonesisch ein Stück weit anwenden in der Firma. Die waren da eigentlich auch recht beeindruckt, dass man da schon Sprachkenntnisse mitgebracht hat und konnte die Kollegen vor Ort sowohl bei Einstellungen als auch beim Thema Personalentwicklung unterstützen. Habe mit den Kollegen vor Ort zusammen Trainings vorbereitet, durchgeführt, und es war wirklich eine sehr, sehr spannende Zeit. Nach dem Bachelorstudium habe ich erstmal ein halbjähriges Praktikum gemacht, nochmal im Bereich Personalentwicklung bei der Firma Bosch Automotive Steering. Für mich hat sich da nochmal so ein bisschen verfestigt, dass ich im Personalbereich bleiben möchte. Trotzdem war dann immer noch der Wunsch da, einen Master zu machen. Da habe ich auch lange überlegt, mache ich jetzt was schon gleich mit dem Schwerpunkt irgendwie auf Personal oder doch nochmal was Allgemeineres, und habe mich dann dazu entschieden, im Prinzip den Aufbau-Master zur Wirtschaftssprachen Asien und Management an der HTWG in Konstanz zu machen. Das waren 3 Semester, die aber nochmal sehr intensiv waren. Mir hat besonders gut gefallen, dass ein Teil komplett auf Englisch war, dass man nochmal über andere Kulturräume mehr gelernt hat, da ja im Bachelor der Fokus auf Indonesien war, ging es jetzt auch zum Beispiel um China, um Indien, um Japan, und da konnte ich einfach auch nochmal meinen Horizont erweitern, gleichzeitig auch nochmal ja, die, sag ich mal, BWL-nahen Themen vertiefen, und das war einfach nochmal so eine ganz tolle Sache, um zum einen nochmal das Gelernte aufzufrischen, um nochmal Kenntnisse zu intensivieren, da auch schon mal ein paar Schwerpunkte zu setzen. Und hat mir vor allem auch in der Methodik sehr viel gebracht, egal ob es jetzt um wissenschaftliches Arbeiten geht, um Präsentationen halten. Da hat man einfach nochmal sehr viel Sicherheit dazu gewonnen, die man auf jeden Fall im späteren Arbeitsleben dann auch brauchen kann.
Ich bin dann auch direkt danach im Personalbereich eingestiegen bei Bosch Automotive Steering, habe dort die internationalen Trainee-Programme geleitet, was eine ganz tolle Möglichkeit war, einfach auch so das Interkulturelle weiter im Berufsleben zu haben. Es war dann zwar nicht unbedingt Indonesien, aber zumindest schon auch der asiatische Raum, vor allem durch China vertreten, aber auch eben andere Länder, USA, Brasilien, europäische Länder, wo man auf jeden Fall sehr viel davon profitieren konnte, dass man so viel über Interkulturelles gelernt hat, dass man einfach vielleicht auch so ein bisschen darauf vorbereitet ist, ja, was da so alles passieren kann, auch im Berufsleben, warum vielleicht Menschen anderer Kulturen da auch ein bisschen anders ticken oder Dinge anders wahrnehmen könnten. Und das hat mir in der Hinsicht sehr, sehr viel geholfen. Und vor allem auch das Thema zu präsentieren. Also man muss ja doch in so einer größeren Firma dann auch öfters mal vor, ja, Vorständen und so weiter sprechen, was präsentieren. Und da habe ich wirklich durchs Studium sehr viel Sicherheit gewonnen, was das Auftreten, was das Präsentieren angeht, aber auch ja, was das Inhaltliche angeht, was präsentiere ich eigentlich, was ist für meine Zielgruppe relevant. Da finde ich schon, dass ich sehr, sehr gut darauf vorbereitet worden bin. Jetzt arbeite ich seit gut einem Jahr bei einer mittelständischen, kleineren Firma, die heißt Sedo Stoll, ist im Schwarzwald in der Nähe von Waldshut, bin dort als HR Business Partner tätig. Das heißt, also ich betreue Fachbereiche in allen personalrelevanten Fragestellungen, unterstütze, was Recruiting angeht und bin aber auch so immer wieder in Projekte involviert. Und was besonders schön ist, ich betreue auch unsere internationalen Tochtergesellschaften. Die sind überwiegend im europäischen Raum, teilweise noch im arabischen, in Dubai zum Beispiel. Ist jetzt nicht ganz Südostasien oder Indonesien. Das ist eigentlich was, was ich heute eher so, ja, als Hobby oder im Urlaub einfach auch gerne noch dort bin und nach wie vor sehr, sehr an der Kultur interessiert bin. Aber eben dieser internationale Kontext im Beruf, das ist weiterhin eine große Bereicherung und da gibt es viel, was man aus dem Studium ziehen kann. Und einfach auch diese Neugier an anderen Kulturen, daran, wie Menschen anderer Kulturen ticken, nicht zu verlieren und da einfach auch ein gewisses Verständnis dafür aufzubringen. Und da bin ich wirklich sehr happy damit und mir hat das Studium geholfen, einen sehr abwechslungsreichen Job zu finden, der für mich genau das Richtige ist. Und ich bin auch der Meinung, dass es das Richtige war, so was mehr generalistisch Ausgelegtes zu studieren, weil damit steht einem wirklich sehr viel offen. Man hat sehr, sehr viele Möglichkeiten, was man damit machen kann. Und es ist auch gut, wenn man einfach dann verschiedene Blickwinkel und Perspektiven mitbringt und kann das eigentlich im Job, finde ich, sehr, sehr gut auch einsetzen. Deshalb, ich würde es jederzeit wieder studieren. Mir hat es wirklich sehr, sehr viel gebracht.